Hallo, grüß euch. Heute machen wir mal einen Stollenkonfekt. Und zwar nicht immer einen ganzen Stollen, weil der mit der Zeit eh austrocknet, außer man tut ihn gut verbocken. Wir machen einfach Stollenkonfekt und die bleiben relativ gut frisch. Und da dazu tue ich einfach die Zutaten, das ist Mehl. Da tue ich zwei Kaffeelöffel Backpulver dazu. Ein Kaffeelöffel. So, gehen wir frisch das rein. Das tun wir da rein. Dann haben wir da ein Butter. Wachsweiche Butter. Zucker. Einen Topfen. Ein Magertopfen. Dann haben wir ein paar Mandeln gerieben, ein Ei. Das Rezept steht nicht genau unter dem Video, gell? Dass das findet, weil manchmal schreiben sie mir, dass sie es nicht finden. Dann tue ich einen Vanillegeschmack rein. Wichtig ist ein Zitronengeschmack. Und da habe ich drinnen Datteln. Ich nehme jetzt da immer alles her und deshalb mache ich in Stollen erst noch die Keks, alles was übrig bleibt. Da habe ich ein paar so Belegkirschen drin, dann habe ich Zitronat und ein paar Datteln und alles was ich halt gehabt habe. Cranberries, alles was ich gehabt habe, habe ich da reingetan. Ihr könnt es, wenn ihr wollt, in Rum einlegen und ein, zwei Stunden ziehen lassen. Ich tue es nicht, weil man keinen Alkohol will. Also wenn Kinder sein, darf ich es auch nicht empfehlen. Es kann höchstens ein bisschen an Apfelsaft rein tun. Das tun wir jetzt mit dem Knethaken. Ich tue mir jetzt da ein Hangerle um, weil ich weiß nicht, ob das nicht aussah. Und ganz zum Schluss ziehen wir den auch ganz gemütlich mit dem ersten Gang einarbeiten. Wird schon langsam ein Tag. Dauert ein bisschen, weil ich lasse es lieber einfach ein bisschen langsamer umgehen. Gell? Ist nicht so wahnsinnig schnell. Ja, das schaut dann so aus. Jetzt könnt ihr es mit den Händen einkneten, die Früchte. Ich lasse es auf dem kleinsten Gang einfach so einkneten. Dann ist es relativ gut verteilt. Jetzt tue ich das umkippen. Geht total leicht von der Schüssel, also braucht es keine Angst haben, dass das. Und das tue ich jetzt noch ein bisschen durchkneten. Stollenkonfekt geht ja relativ schnell zu machen, muss ich sagen. Und sein tut es einfach extrem gut. Backrell habe ich auf 180 Grad heiß, Ober- und Unterhitze, Entschuldigung. Da machen wir es auch alle, der Tag geht einfach wunderbar.
Dann schneide ich so 1 cm, nein, das sind mehr Zentimeter, so 4-5 cm. Schneide ich so Stickel noch und mache so runde Kugeln. Und die, hört das Ritz, lege ich so aufs Backblech. Also so dick sollten sie schon sein, gell? Was sind das? 2 cm? 2 cm. Ich mag ganz gern, wenn viele Früchte drin sind. Das sehe ich sehr. Schreibe natürlich die genaue Menge ein, wie viel drin sein sollen. Und so stimmt es auch bei mir. Einfach schön runde Kugeln, ein bisschen weiter auseinander. Und das mache ich ungefähr 20 Minuten. Dabei mache ich einen Butterhaus, dass man mit flüssigem Butter werden wir sie bestreichen. Und dann kommt Stabzucker drauf. Ich mache jetzt die alle, die sind ein bisschen weiter auseinander. Und dann bin ich wieder bei euch, wenn ich sie auf den Ofen raus tue und wenn wir sie mit Butter einstreichen und mit Stabzucker drüber gehen. Gell? Fährt euch derweil. So, ich habe sie jetzt den Moment vom Backofen raus. Ich habe jetzt die ein bisschen größere gemacht. Die dauern 30 Minuten. Aber schaut immer ein bisschen, was ist für Größe hab's. Und nachdem tut es bitte backen. Weil alles ist nicht allem gleich groß. Jetzt nehmen wir das Blech da ein bisschen weg. Ich habe da an Butter flüssig gemacht. Und mit dem Butter, den wir ganz fest einstreichen. Aber wirklich richtig, richtig fest. Das ist halt bei den Stollen das Allerwichtigste, gell? Der Butter und der Stabzucker. Das tut es eigentlich versiegeln und deshalb trocknet es nicht so schnell aus. Und dann, wenn wir das haben, den Butter oben haben, notieren wir ganz viel Stabzucker drauf. Und jetzt sehen wir die nächsten. So mache ich jetzt alle. Du sie nicht dekorieren, mach ein Foto, macht es nach, wenn ihr Lust habt für die Stollenkonfekt. Das muss nicht immer ein ganzer Stollen sein, ich finde das auch lieb. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!